Crash-Gefühle im Oktober. Herzlich willkommen, meine lieben Aktienfreunde. Ihr wisst, wir sind beim Starterdepot sehr spießig unterwegs, investieren 500 Euro im Monat in 20 ausgewählte Aktien über Aktiensparpläne und machen, seitdem wir die Aktiensparpläne eingerichtet haben, keinen Finger mehr krumm und schauen dem Depot beim Wachsen zu. Das ist teilweise so unspektakulär, dass ich gar nicht mehr jeden Monat ein Update drehe, weil ich schon gar nicht mehr weiß, was ich da eigentlich Interessantes zu erzählen habe, außer dass das Depot wieder ein bisschen zugelegt hat. Im Oktober ist es ein bisschen spannender gewesen. Da wurden Crash-Gefühle wach. Allen voran, SAP ist mal so richtig abgeschmiert. Und der eine oder andere von euch wird es ahnen, wir besparen auch SAP im Starterdepot. Mein Name ist Thorsten Tiet. Ja, hier geht es ums langfristige Investieren in Aktien, damit du von langfristig steigenden Kursen und Dividenden profitieren kannst. Gucken wir erstmal hier die Lage der Nation an im Oktober. Was ist mit dem DAX passiert? Der DAX ist diese blau schraffierte Fläche. Da ging es nach unten um knapp 9% und andere Indizes hier aus den USA, S&P 500, Nasdaq, sie haben um knapp 3% verloren, also nicht so deutlich. Der DAX hat überproportional stark abgegeben. Kein Wunder, da ist ja beispielsweise auch SAP drin. Das dürfte dann diese Linie hier sein. Ja gut, was bedeutet das jetzt für unser Starterdepot? Was bedeutet das für unseren langfristigen Vermögensaufbau? Gucken wir mal erstmal die Zahlen an, und zwar zum einen hier. Das Ganze wird ja auch noch parallel zu einem Blogartikel werden. Das heißt, den werde ich jetzt dann auch verlinken. Du kannst dir das dann auch nochmal durchlesen und dir die Zahlen hier in Ruhe anschauen, die ich dir jetzt vorstelle. Es sollten dann auf den Cent genau die gleichen Zahlen sein. Ja, wir haben hier den Marktwert zum Anfang Oktober. Das sind diese 7.900 Euro und wir haben den Marktwert zum Ende Oktober. Das sind diese 7.900 Euro und dazwischen haben wir Kursverluste, natürlich alle unrealisiert. Also wir haben noch keine einzige Aktie verkauft. Ist ja auch so geplant, wir wollen ja langfristig investieren. Kursverluste von 470 Euro und knapp 6%. Das heißt, wir haben etwas weniger stark verloren als der DAX, aber immer noch deutlich mehr als diese US-amerikanischen Vergleichsindizes. Dass wir hier beim Marktwert sogar noch leicht zugelegt haben, liegt einfach daran, dass wir im Oktober wieder brav 500 Euro ins Starterdepot geschoben haben, aufgrund von insbesondere Kursverlusten und noch ein paar Gebühren ist es aber so geworden, dass nur aus diesen 500, dass diese 500 Euro am Ende nur noch 458 Euro wert gewesen sind. Also hier mal ein kurzfristiges Verlustgeschäft gemacht. Am Rande sei noch erwähnt, wir haben ein paar Dividenden bekommen, 9,29 Euro. Macht den Bock jetzt noch nicht fett. Ja, wie sieht es dann aus hier weiter unten, und zwar bei den einzelnen Positionen? Das siehst du hier, habe schon sortiert, absteigend nach Gewinn und Verlust. Das heißt, die schlimmsten Positionen kommen zuerst. SAP hat also ganz deutlich verloren. 123 Euro mussten wir da abgeben. Und dann Fresenius hat auch stark verloren. Fresenius-Aktie gucken wir uns dann auch nochmal gleich an. Auch andere Aktien haben durch die Bank abgegeben. Es gibt eigentlich nur drei Gewinner. 3M hat sich gerade so ins Grüne gerettet, in den grünen Bereich. Und dann Texas Instruments schon etwas deutlicher. Und Tencent, die rühmliche Ausnahme, die haben ganz ordentlich zugelegt. Ja gut, ich habe mich bereits beschäftigt, ausgiebig in einem Video auf YouTube, in einer Videoanalyse mit SAP. Fresenius möchte ich mal euch ganz kurz zeigen. Die habe ich ja schon im Aktienfinder ausgewählt. Da ist jetzt die Auflösung vielleicht ein bisschen zu groß. Machen wir das jetzt so. Und wie auch bei SAP, wir hatten ursprünglich in der SAP-Analyse gesagt, die Aktien sind zu teuer. Dann ist sie jetzt entsprechend runtergekommen. Wir halten die SAP-Aktie jetzt für so ziemlich fair bewertet. Ähnliches auch war bei Cisco und auch bei Fresenius ganz ähnlich. Wir haben hier eine Phase der extremen Überbewertung. Also das, was ich jetzt hier mal rot markiere, extreme Überbewertung mit Multiples wie KGVs, die dann plötzlich jenseits der 20 gehen. Und jetzt dann die Phase der Korrektur, die hier nochmal mit dieser
misslungenen Acorn-Übernahme war es, glaube ich, an Fahrt aufgenommen hat und dann hier jetzt nochmal Covid-bedingt die Geschäfte leicht verhagelt, obwohl die Geschäftszahlen nicht so schlecht gewesen sind. Währungsbereinigt sind die Umsätze beispielsweise um irgendwo zwischen 4 und 6% geklettert. Wir haben momentan eine Beruhigung des Gewinnwachstums, kann man hier ja auch leicht sehen, aber wenn man den Analysten glauben darf, und da würde ich mich auch mal anschließen, weil ich es für plausibel halte, werden wir dann auch bei Fresenius irgendwann wieder auf den Wachstumspfad zurückkehren. Und jetzt habe ich ja schon was gemacht, das möchte ich mal kurz mit euch durchspielen. Hier seht ihr jetzt, wenn wir den Bewertungszeitraum nehmen, wie für Fresenius die durchschnittlichen KGVs und so weiter sind, da seht ihr dann die Fernwerte hier oben, also sehr deutlich oberhalb des aktuellen Aktienkurses. Der aktuelle Aktienkurs bei 32 Euro, faire Werte irgendwo um die 56, 57 Euro hier schwankend, leicht schwankend nur, also relativ einheitliches Bild. Wenn ihr jetzt sagen würdet, diese Fernwerte sind uns zu hoch aufgrund des abgeflachten Wachstums, ich habe das jetzt mal schon gespielt, wie weit müsstet ihr die KGVs nach unten drücken, damit ihr zum Ergebnis kommt, dass die Aktie fair bewertet wäre? Ich glaube, es war 10, richtig? Gucken wir mal, ja, genau. Ihr müsst hier also die KGVs bis nach von 18 auf 10, von 17, 4 auch auf 10. So weit müsstet ihr die Multiples nach unten schrauben, also schon fast halbieren, annähernd jedenfalls. Und dann wärt ihr wirklich da, dass ihr sagen könntet, okay, jetzt halten wir die Aktie für fair bewertet. Und selbst wenn das der Fall wäre und die Gewinne sollten so anziehen, wie von den Analysten prognostiziert, und ihr verbindet mal die Punkte, dann hättet ihr aufs Jahr immer noch eine durchschnittliche Rendite von knapp 13%. Und wenn wir mal hier nochmal ein bisschen kürzer treten, dann wären es immer noch 9,6%. Und es zeigt einfach, wie stark einzelne Aktien abgestraft worden sind von Mr. Market, der ja oft sehr launisch ist. Und wenn wir hier mal so eine Art Plausibilitätscheck machen mit diesen niedrigen Multiples und dann in die Vergangenheit gucken, also die anwenden für die Vergangenheit, das seht ihr. Der Aktienkurs lag immer drüber. Das heißt mit anderen Worten, Fresenius war noch nie so günstig wie heute. Das soll keine Kaufempfehlung sein. Ich will einfach mal eine andere Perspektive anbieten, weil es der Impuls vieler Aktionäre ist einfach der, wenn es nicht läuft, wenn die Aktie hier stark an Wert verliert, dann wird draufgedroschen, dann fällt die Aktie in Ungnade. Man hat vergessen, dass die Aktie lange Zeit ein gutes Investment war. Gab vielleicht auch ein paar Managementfehler, wie hier da mit dieser Acorn-Übernahme, wobei Fresenius ja noch gut aus der Geschichte gekommen ist. Und das ist eben jetzt eine andere Perspektive, die zeigt, dass es durchaus noch Potenzial gibt. Und was wir jetzt machen im Standard Depot, wir lassen uns jetzt einfach nicht beirren. Wir sammeln die Aktie hier unten schön weiter ein, solange die halt unten bleibt, vergünstigen den Einstiegskurs, bauen die Position aus und wenn irgendwann dann mal hier der Turnaround kommen sollte und die Aktie wieder anzieht, dann profitieren wir halt davon, dass wir günstig nachgekauft haben. Der Cost-Average-Effekt lässt grüßen. Der ein oder andere von euch hat es sicherlich schon geahnt. Oh, also ein bisschen einfach mit der Ruhe an die ganze Geschichte gehen. Was ich dann auch noch zeigen möchte, habe ich hier in Excel beispielsweise mal. Da machen wir vielleicht noch einen Insta-Post draus aus diesen hübschen Grafiken. Hier seht ihr den langfristigen Vermögenszuwachs des Starter Depots. Und das Starter Depot ist ja noch ganz jung. Ein Monat ist ein Balken hier. Wir haben noch nicht sehr viele Monate. Wie viele werden es sein? 16 oder so. Könnt ihr dann selber zählen, wenn ihr wollt. Also wir sind noch ganz, ganz am Anfang. Und ich habe wirklich vor, dieses Starter Depot, was ja ein einmaliges Projekt ist, das gibt es nicht noch einmal irgendwo. Wahrscheinlich nicht mal hinter einer Payment Wall so. Ich kenne es jedenfalls nicht. Das Starter Depot mit euch zusammen weiterhin, ja, zu besparen und bis das immer weiter wächst. Wir sind jetzt schon bald fünfstellig. Ich denke, spätestens, wenn jetzt nicht der Crash kommt, dann wird es spätestens, wird es über den Winter irgendwann so sein, dass wir die 10.000 Euro überschreiten. Und diese wachsenden Balken, die spiegeln das wachsende Vermögen wider, das wir uns hier mit Aktien, ja, erarbeiten.
Wobei arbeiten ja schon zu viel gesagt ist. Wie gesagt, wir machen ja eigentlich keinen Fingerkrumm dafür. Dass es auch mal ein bisschen anders kommen kann, siehst du hier, das Rote, das war mal kurz ein Minus aufgrund des Corona-Crashs. Und dann sehen wir hier noch, weil du ja jetzt sagen könntest, es ist ja keine Kunst, dass die Balken immer höher werden. Wenn ich jeden Monat 500 € in das Depot butter, dann muss ja der Balken zwangsläufig höher werden. Da gibt es erstmal keinen Unterschied zum Sparbuch, da würde der Balken auch höher werden. Aber was ist der Unterschied? Dieses Hellgrüne hier und dieses Blaue, dieses Hellgrüne sind nämlich die Kursgewinne. Die sind jetzt ein bisschen schmaler geworden. Also wir haben hier im September noch, waren sie noch deutlich mehr. Hier 632 € steht hier und dann nur noch 169 im Oktober. Jetzt sind wir schon im November. Ich habe schon die ersten Tage im November hier drin. Da ist dann schon der grüne Balken wieder etwas höher geworden. Das ist schon leichte Erholungstendenzen erkennbar, wenn man so will. Und der blaue Balken, wie gesagt, die Dividenden, die sind noch ganz klein. Aber wenn man ganz genau hinguckt, sieht man, dass auch dieser Balken immer höher wird. Und das kriegt man halt nicht, indem man beispielsweise sein Geld und das Kopfkissen beziehungsweise aufs Sparbuch legt, macht ja kaum einen Unterschied heutzutage. Ja gut, dann bleibt noch die Frage, wie schlägt sich das Starterdepot im Benchmark? Gucken wir uns auch an. Ich habe hier Portfolio Performance für euch aktualisiert. Da ist es schon. Wir lassen das Starterdepot antreten gegen den DAX und MSCI World in Form von zwei ETFs. Und wir sehen hier die grün schraffierte Fläche, die ist das Starterdepot. Und wir sind immer noch Entspannung oder Beruhigung. Wir liegen immer noch etwas vor den Benchmarks, vor dem DAX sowieso, aber auch vor den beiden MSCI World ETFs. Wenn auch jetzt nur noch relativ leicht, der eine MSCI World ETF hat 3,8 Performance hier und wir 6,7 laut dem, was Portfolio Performance uns hier ausgerechnet hat. Hier könnt ihr das Ganze dann auch nochmal grafisch sehen. Also soweit alles in Ordnung. Sollten wir mal hinter den Benchmark fallen, aus meiner Sicht jetzt auch nicht dramatisch. Wir sparen unbeirrt weiter. Das heißt aber nicht, dass wir stur Buy and Hold machen. Das heißt einfach nur, dass wir uns von Mr. Market nicht ins Bockshorn jagen lassen. Wenn wir langfristig den Glauben an ein Unternehmen verlieren sollten, dann können wir die Aktie austauschen. Aber wir machen das Ganze mit ruhiger Hand und in Abstimmung mit euch, mit der Aktienfinder-Community. Das heißt, immer cool bleiben und weiter Vermögen ansparen. Dann haben wir hier noch, also oder ich lade dich ein, nochmal hier dann das Starterdepot dir näher zu Gemüte zu führen. Du siehst hier in Echtzeit die ganzen einzelnen Aktienpositionen aufgedröselt und dann auch nochmal hier das Starterdepot und da gibt es dann auch die Position komplett mit G und V und so weiter. Dann siehst du, dass wir 10 Aktien haben, die jetzt momentan in Miesen sind und auch 10 Aktien von den 20, die momentan im Plus sind. Und in Summe sind wir hier, das Starterdepot in Zahlen, 2,63% hier im Plus, so wie ich es ausgerechnet habe, haben Dividenden von 105 € kassiert. Und ja, haben wir eine Strategie dynamischen Dividendenwachstums. Insofern haben wir hier Dividendensteigerungsraten von ungefähr 10% im Jahr. Und ich denke, das kann sich doch irgendwo sehen lassen. Gucken wir mal, wie es weitergeht. Ich möchte nicht ausschließen, kann ich ja nicht, dass wir unruhige Zeiten vor uns haben. Gefühlt liegt ja die Hälfte der Aktien-Community, der Finanzblogger-Szene oder wie auch immer auf der Lauer und wartet auf den Crash 2.0. Ob er denn kommt oder nicht, sei dahingestellt. Wie gesagt, wir lassen uns nicht beirren. Und wenn du noch mitmachen möchtest, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren, dann kannst du hier aufs Starterpaket klicken, gibt es 20 € Sparplanprämie und eine gratis Aktienfinder-Vollmitgliedschaft. Für den Einstieg sehr hilfreich, dann kannst du dir nämlich selbst Gedanken machen über jede einzelne Aktie, in die du investieren möchtest. So, das war es dann mal gewesen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.